So, wir haben wieder Besuch. Magst du kurz erzählen, wer du bist und was du hier so machst? Also ich bin die Susi und nehme heute an dem Tattoo Queen Contest teil. Cool. Und wie war es bis jetzt? Hat es Spaß gemacht? Spaß ja, aber übelst aufgeregt. Okay, ja, du hast ja gerade schon zwischendurch erzählt, dass du relativ schüchtern bist. Wie kam es denn, dass du dann trotzdem da mitmachst? Also war es eine Überwindung oder versuchst du selber, dich so ein bisschen herauszufordern? Also ich wollte eigentlich, mein Ziel ist es, auf das Tattoo-Magazin Cover zu kommen. Und da musste man sich ja beim Tattoo Starlet bewerben und da musste ich Bilder hinschicken und da kam ich zum Fotografieren und jetzt mache ich so Contests zwischendurch auch mal mit. Ach, cool. Und du wolltest aufs Cover, aber hast du da auch schon Fotos gemacht oder war es aus dem Nichts in Anführungszeichen? Also da war ich aus dem Nichts, da wollte ich Tattoo-Starlet werden und da habe ich irgendwann angefangen, da musste ich Bilder machen und dann hat es mir gefallen und jetzt mache ich es weiter. Sehr cool, aber ist ja cool, dass du eigentlich, also normalerweise, also ich kenne es jedenfalls eher so, dass man erst damit anfängt und dass man dann denkt, oh, das ist mein nächstes Ziel, du hast dir ja erst ein Ziel gesetzt und dann überhaupt angefangen mit der ganzen Sache. Genau, aber das Ziel ist noch nicht erreicht, also ist noch da. Da drück ich schon mal die Däumchen. Ich habe gerade schon gesehen, dass du so ein richtig cooles Farbthema hast, also das alles in Türkis und Schwarz, ne? Ja, genau, weil jeder hat Schwarz und Rot oder viele haben Schwarz und Rot und wir haben uns, Tätowiererin und ich, eine Farbe gesucht, die man machen kann und da haben wir gesagt, ach, Blau, ist ganz cool. Ja, finde ich auch sehr cool. Wann hast du denn angefangen mit Tattoos? Wie lange ist das her? Vor 3 Jahren. Und was war das Erste? Es waren die Impalas hier auf dem Bein. Die was? Impalas, Antilopen. Ah, okay, ich hatte das akustisch nicht verstanden. Und, ja, Antilopen auf dem Bein. Die Strumpfhose habe ich nicht genau erkannt. Ah, guck mal da sind sie ja. Genau. Verbindest du damit irgendwas Bestimmtes? Weil ich wüsste nicht, dass du das schon mal gesehen hast, das Motiv. Nee, also ich arbeite im Zoo und da war ich gerade in dem Revier mit den Antilopen und da hatte ich das Bild auf dem Handy und habe gesagt, ach komm, nehmen wir das. Sehr cool. Aus welcher Intention heraus hast du angefangen, dich zu tätowieren? Also ich wollte schon immer Tattoos, hatte auch immer angefangen mit Airbrush und meine Eltern haben immer gehofft, dass ich das nicht in Ernst mache oder richtig. Ja. Und dann habe ich gesagt, auch mach mal bei einem Walk-In und dann wurde es immer mehr und alle 2 Wochen war da ein Termin und jetzt bin ich schon so zugehackt und ja, meine Eltern sagen schon, kein Hals-Tattoo, aber mein nächstes ist eigentlich ein Hals-Tattoo. Ja, das hast du eben schon ein bisschen verraten. Nicht, dass sie das im Internet jetzt sehen müssen oder feststellen müssen. Das macht nichts. Ich glaube, das wissen die schon, dass ich das auch trotzdem mache, auch wenn sie sagen nein. Die finden auch die Tattoos ganz schrecklich. Echt? Ja, also die finden die Bilder toll, aber nicht auf meiner Haut. Ja, okay. Ja, das kennt man ja, das Problem. Ja. Was wird das am Hals, weißt du schon? Ja, Schneeflocken. 3 Stück. Eine in der Mitte und 2 an der Seite. Und eine blau und 2 schwarz. Nein, schwarz-weiß. Irgend so ein Misch, da wissen wir noch nicht, wie wir es machen. Hast du denn da eine Verbindung zu oder ist das so einfach, weil du es schön findest? Oder weil es gut auch zum, es passt irgendwie auch ein bisschen zum Farbstil, so, ne? Genau, passt zur Farbe und mein Künstlername ist ja Susie Snow, weil ich halt die Schneekristalle auch sehr schön finde und dann heiße ich jetzt so und dann passt das natürlich sehr gut. Und in deinem Job als Tierpflegerin hast du da, Tierpflegerin, ist das richtig? Ja, okay. Ich wusste, du hast, glaube ich, nur gerade Zoo gesagt, deswegen habe ich einfach... Ja, genau, Tierpfleger. Ja. Hast du da auch keine Probleme wahrscheinlich mit? Tatsächlich bin ich die Erste, die so gepierst und tätowiert ist, weil der vorherige Chef das eigentlich nicht wollte. Und jetzt war das mehr so ein Probieren. Hatte dann halt immer ein kurzes Shirt an und es hat niemand was gesagt. Und jetzt bin ich ganz froh und jetzt wird es immer mehr und jetzt sagt auch niemand mehr was dazu. Ja, so zu spät. Irgendwann ist der Zug abgefahren, das muss man dann nutzen. Irgendwann ist es zu spät. Ja. Und was an den Piercings? Sagen die da was? Auch gar nicht. Also das war als Erstes, bevor die Tattoos kamen und kam gar nichts. Und wenn du jetzt, sag ich mal, das klingt jetzt böse, aber wenn du jetzt deine Eltern missachtest und deine Chef nichts sagen, hast du dann überhaupt noch irgendwelche Grenzen oder würde für dich eigentlich jede Stelle inzwischen in Frage kommen? Also inzwischen tatsächlich jede Stelle. Also ich habe erst gedacht, Gesicht nicht, aber ich finde das auch so schön. Also mal sehen. Erstmal Hals. Und was, wo? Also an den Seiten oder würdest du auch richtig so Gesicht? Also oder Augen? Nee, also Gesicht nicht, wenn dann nur an den Seiten. Tatsächlich ein bisschen dezenter. Ja. Und wüsstest du schon, was du da haben wollen würdest? Nein. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Erstmal der Hals und dann muss das fertig werden und dann kommt das vielleicht später irgendwann. Ja. Ich höre dich auch gerade, du hast hier Leoparden, da ist ein Rabe, hier ist so ein Mandala ein bisschen, ne? Genau, ich habe einen Gorilla. Also ich habe viele Tiere da und mein Pferd, mein Hund, Entschuldigung. Genau, also viele Tiere, weil einfach mein Beruf natürlich auch damit verspielt. Ja. Hast du dich immer schon für Tiere interessiert? Ja, also es war klar, dass ich irgendwas mit Tieren machen will und dann war es irgendwann so und jetzt arbeite ich bei den Affen seit 3 Jahren. Also es gibt Menschen. Ja, es gibt ja viele, die bei den Affen arbeiten, aber die sagen das nicht so. Genau, so ähnlich ist das. Mein Beruf ist oder mein Arbeitsplatz Planet der Affen. Aber bei mir ist es wirklich so. Das ist ja geil. Und wie spezialisiert man sich da? Also wird man erstmal Allround-Tierpfleger und dann sagt man so, ja, die gefallen mir am besten oder wie ist es? Wie stellt man sich das vor?
Also in der Lehre lernen wir erstmal über alle Tiere was und muss dann auch zur Prüfung alles wissen. Ja, und bei mir kam es dann einfach so, dass da die Stelle im Zoo frei war und jetzt bin ich auch froh, da gelandet zu sein, weil die Affen sind echt geil. Wie soll ich das sagen? Erkennen die das, ob du jetzt da mit blauen Haaren kommst? Also erkennen die, dass du ungewöhnlich aussiehst als Mensch? Das ist jetzt eine total dumme Frage, aber es kommt mir gerade so in den Kopf. Aber das kann man wahrscheinlich nicht so gut feststellen. Ne? Die erkennen dich als Menschen, klar, gehe ich von aus. Aber merken die, dass du irgendwas anderes an dir ist, was neu an dir ist? Weißt du das? Merkst du das? Also die Tattoos finden sie sehr interessant. Da ist auch wirklich so, wenn ich da mit dem Arm bei denen rangehe, dass sie das versuchen abzupolen. Also die finden das schon interessant. Und natürlich würden sie auch gerne an die Piercings rumpolen, aber das ist mir dann doch zu heikel. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Da sind die vielleicht nicht ganz so fein motorisch. Nein. Du, wechsel mir doch mal die Kugel da. Ja, genau. So in der Art. Das dann doch lieber nicht. Und jetzt bei der, Tattoo Queen, ne? Tattoo Queen, ja, genau. Die Queenies seid ihr, ne? Ja, genau. Hab ich eben schon gesehen und gehört. Auf der, in wie vielen Runden seid ihr jetzt? Was müsst ihr heute noch machen? Oder seid ihr für heute durch und wartet nur noch? Nee, wir haben jetzt noch zwei Walks, einmal elegant und einmal sexy und das zieht sich noch bis 23 Uhr. Also wir haben dann noch ein bisschen vor uns. Und dann noch Aftershow-Party. Und wann ist dann die Krönung? Keine Ahnung. Nach dem letzten Walk gleich im Anschluss, nehme ich mal an. Okay, krass. Und elegant, wie stellt man sich das so vor? Also hast du da so ein Abendkleid dabei? Du musst ja nicht genau verraten, ist es türkis? Es ist ein türkises Abendkleid. Es ist nicht türkis und es ist auch kein Abendkleid. Es ist mehr so ein bisschen Rockabilly und schwarz und ein bisschen kürzer, weil ich ehrlich gesagt selber nicht so elegant bin. Ich bin mehr sportlich unterwegs, wie man auch sieht und auch das so lebe. Deswegen ist elegant so auch ein bisschen mehr bequem elegant bei mir, nicht so abendkleidmäßig. Sneakers oder High Heels? Ja, genau. Sneakers. Und wie ist so die Stimmung hinter den Kulissen? Also seid ihr alle entspannt oder, ich muss ja jetzt keine Namen nennen, aber ist das jetzt so grundsätzlich entspannt oder gibt es da schon welche, die so... Ist eigentlich alles entspannt, macht Spaß, also so gönnen sich untereinander auch alles, man hilft sich untereinander, wenn jemandem was fehlt, dann gibt dann all das gerne und klappt eigentlich ganz gut, aber bis jetzt hatten wir ja nur einen Walk und da war vorher so ein bisschen, die Aufregung ist halt richtig groß hinter den Kulissen, auch da, wenn wir bei der Bühne stehen, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also ist schon aufregend. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe ja gerade schon eure Queen Mom getroffen, so haben wir sie getauft. Ja, ist sie ja auch, hat sie sich selber vorgestellt. Ja. War total süß. Und die ist, steht euch ja mit Rat und Tat zur Seite und ist ganz, ganz lieb, glaube ich, ne? Genau, also sie hat uns auch Kuchen gebacken und wir haben da Pudding, also wir haben da alles Mögliche. Wir sind rundum glücklich. Sehr gut. Stichwort Kuchen und Pudding. Hast du vorher irgendwie darauf geachtet, dass du vielleicht noch so irgendwie dann dich stählst oder so? Ja, ich habe jetzt eine Woche lang Sport gemacht, jeden Tag davor. Seltener, vielleicht einmal die Woche und jetzt eine Woche, weil ich gedacht habe, es bringt vielleicht was. Hat es wahrscheinlich nicht, aber mein Gewissen war beruhigt. Dann tritt man auch ganz anders auf. Man hat was für sich getan. Genau. Hast du eine Favoritin? Also sagst du so jemand, ach, da glaube ich eigentlich, dass sie gewinnt? Muss keinen Namen sagen, aber... Doch, habe ich. Und sage ich auch Ella Cinderella. Ja? Ella Cinderella, die jetzt auch gleich hier dran kommt. Absolut meine Favoritin. Ja, passt ja schon mal zusammen. Ja, eben. Habt ihr euch hier erst kennengelernt? Nee, wir kennen uns jetzt schon seit einem Jahr eigentlich. Aber sie ist so ein bisschen mein Vorbild und hat mich auch ein bisschen zum Fotografieren gebracht. Weil sie hat mich angefragt, ob ich mal mit ihr shooten will, Girl-Shooting. Und so hat das alles erst richtig angefangen mit Shootings. Und deswegen ist sie so ein bisschen mein Vorbild und ich hoffe, dass sie das gewinnt. Ja, oh, das freut mich. Also, das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort, dass du das auch ihr euch gegenseitig das gönnt. Und möchtest du noch was Bestimmtes über dich oder über die Convention oder über die Wahl erzählen? Oder habe ich alles gefragt und du bist zufrieden? Ist eigentlich alles gesagt, denke ich. Und ich bin zufrieden und freue mich jetzt noch dann später auf die Aftershow-Party. Ich auch. Gut, dann vielen Dank fürs Interview. Wir reden dann später weiter. Bitte gerne, alles klar.